Hallo, mein Name ist Sam. Die Geschichte, die ich euch jetzt erzähle, hat sich in meiner alten Nachbarschaft zugetragen. Ich war in der Grundschule mit meinen beiden Schwestern. Meryl war 13 und die Älteste. Ich war 11 und das mittelgroße Kind. Und meine kleine Schwester Emily war 8. Eines Tages wurde ich in der Schule Zeuge, wie ein junges Mädchen in ein blaues Fahrzeug gedrängt wurde. Sie weinte, aber der Mann, der sie hineinzwang, versuchte sie zum Schweigen zu bringen. An diesem Tag hatten wir eine Schulpause. Und das hatte etwas mit einem blauen Fahrzeug und einer vermissten Schülerin zu tun. Die Lehrer schlossen den Schuleingang ab und warnten die Klasse, nach einem blauen Auto Ausschau zu halten. Jeden Morgen fuhren wir um 7.15 Uhr mit dem Bus und ich hielt immer Ausschau nach einem Abenteuer. Also achtete ich immer auf alles, was passierte. Eines Tages warteten wir wie immer an der Bushaltestelle, als ich es entdeckte. Auf der anderen Straßenseite saß ein Mann in einem blauen Auto. Er hatte schwarze Haare und trug eine Sonnenbrille. Seine Autofenster waren immer offen und wir konnten leicht in das Innere des Wagens sehen. Es sah aus, als hätte er rosa Sitze und süße Welpen mit Spielsachen. Es war seltsam, vor allem weil er nur uns anstarrte. Wir waren die Einzigen, die an der Bushaltestelle standen. Also war es nicht so, dass er sein Kind beobachtete oder so. Zuerst sagte ich nichts, aber dann begann ich ihn regelmäßig zu sehen. Ich wies meine ältere Schwester Mary auf ihn hin und scherzte, dass der Mann uns verfolgte und wahrscheinlich jemanden entführen wollte. Wir fingen alle an zu lachen, aber dann, als wir die Situation erkannten, bekamen wir Angst. Schließlich kam der Bus und wir setzten uns alle hinten rein. Als der Bus sich in Bewegung setzte, drehte ich mich um und starrte aus dem Fenster. Und zu meinem Entsetzen verfolgte uns das blaue Auto. Ich schrie und informierte alle über den Mann, der uns verfolgte. Zu diesem Zeitpunkt drängten sich alle hinten im Bus und versuchten, einen Blick auf den Mann zu erhaschen. Die Busfahrerin sagte, wir sollten uns hinsetzen. Es sei wahrscheinlich nichts. Aber sie sah erschrocken aus. Als er merkte, dass er entdeckt worden war, bog das blaue Auto um eine Ecke und verschwand. Wir beruhigten uns alle. Aber 2 Minuten später tauchte er wieder auf und wir alle bemerkten ihn. Nach diesem Vorfall sahen wir den Mann nicht mehr. Aber wir erlebten immer noch merkwürdige Dinge. Einmal zum Beispiel spielten meine Cousins und ich im Garten. Wir haben hinten ein Tor, das sich zur Gasse hin öffnet und zur Bushaltestelle führt. Irgendwann öffnete einer meiner Cousins das Tor. Wir fingen an, in der Gasse Fangen zu spielen, als ein kleiner weißer Welpe auf uns zurannte. Er hatte große Ähnlichkeit mit den Welpen im blauen Auto. Wir fütterten ihn mit Hühnchen, aber als ich ihn fütterte, versuchte er mich zu beißen. Uns wurde klar, dass dieser Welpe sehr aggressiv und grob war. Außerdem fiel uns auf, dass der Welpe einen blauen Fleck auf sich gemalt hatte. Vorher haben wir ihm keine Beachtung geschenkt. Aber je mehr ich darüber nachdachte, desto klarer wird mir, dass er zu einer Art Bande gehört haben muss. Meine Mutter sagte uns, wir sollten nicht mehr in der Gasse spielen und in ihrer Nähe bleiben. Danach verschwand das Hündchen. Wir haben die Situation bis jetzt vergessen. Emily erzählte mir, dass sie, als der Welpe verschwand, einen lauten Pfiff hörte und der Hund zu einem schwarz gekleideten Mann rannte, der in einer Ecke stand. War der Welpe der gleiche Welpe wie der aus dem blauen Auto? Hatte er den Welpen als Köder benutzt, um uns zu entführen? Und manchmal frage ich mich auch, was passiert wäre, wenn wir dem Welpen in Richtung des Mannes gefolgt wären. Dies ist eine Geschichte über etwas, das ich vor nicht allzu langer Zeit erlebt habe. Ich habe es schon immer geliebt, mir meine Zukunft voraussagen zu lassen, seit ich klein war. Auch als Erwachsener ging ich häufig zu Wahrsagern. Irgendwann wurde ich Stammgast in einem bestimmten Wahrsagerladen und besuchte ihn regelmäßig. Der Wahrsager dort war unheimlich treffsicher. Er sagte mir, bald wird dein Chef auf der Arbeit einen schweren Unfall haben und du wirst befördert werden. Überraschenderweise hatte mein Chef nicht lange danach tatsächlich einen schweren Autounfall und ich wurde befördert. Neugierig geworden, fragte ich den Wahrsager, wie er die Zukunft so genau vorhersagen konnte. Er behauptete, dass er im Gegensatz zu anderen Wahrsagern direkt mit Dämonen kommuniziere, um die Zukunft vorherzusagen. Ich hatte Angst, konnte aber nicht aufhören, zu ihm zu gehen, weil seine Vorhersagen einfach zu genau waren. Er erzählte mir, dass Dämonen alles tun könnten und viele seiner Kunden mit Hilfe von Dämonen zu Reichtum gelangt seien. Um einen Wunsch zu erfüllen, müsse man jedoch einen hohen Preis an die Dämonen zahlen. Als ich ihn fragte, wie hoch dieser Preis sei, verstummte er und machte eine finstere Miene, bevor er schließlich sprach. Jede Nacht gehe ich in meinen Träumen in die Hölle und treffe Dämonen.
Ich muss dort mit ihnen spielen. Den anderen Schmerzen zuzufügen, ist ihr einziges Glück. Ich muss diesen Schmerz vollständig ertragen. Nur dann werden sie meine Wünsche erfüllen. Aber das macht nichts. Ich werde nicht sterben, denn es ist nur ein Traum. Die Intensität der Folter nimmt zu, je nachdem wie groß der Wunsch ist. In dieser Nacht konnte ich nicht schlafen und dachte lange Zeit nach. Wenn ich alles haben könnte, was ich will. Da fiel mir eine Sache ein. Mein Wunsch war es, mit dem Mädchen auszugehen, in das ich seit 3 Jahren verliebt war. Am nächsten Tag ging ich zu ihm und sagte ihm, dass ich mit diesem Mädchen ausgehen wolle. Nachdem er eine Weile nachgedacht hatte, sagte er, es ist sehr schwierig, das Herz eines Menschen zu ändern. Es erfordert eine Änderung des Schicksals. Wenn du die Dämonen darum bittest, werden sie einen hohen Preis verlangen. Ich werde schreckliche Qualen erleiden müssen. Nach längerem Nachdenken sagte er, also, ich brauche 20.000 Dollar. Ich war schockiert über den hohen Betrag, aber ich hatte keine andere Wahl. Ich gab all meine Ersparnisse aus, nahm einen Kredit auf und ging ein paar Tage später zu ihm. Er schien nicht einmal glücklich zu sein, nachdem er die 20.000 Dollar erhalten hatte. Er zitterte und schwitzte stark. Und dann, ein paar Tage später, geschah etwas Unglaubliches. Das Mädchen, in das ich verknallt war, meldete sich bei mir. Und wir fingen wirklich an, uns zu verabreden. Ich war jeden Tag extrem glücklich. Ich hielt die Begegnung mit dem Wahrsager für einen wahren Segen. Aus Dankbarkeit brachte ich ihm ein Geschenk mit und ging wieder zu ihm. Aber es wohnte niemand mehr in dem Haus. Schockiert fragte ich die Nachbarin, wo der Wahrsager geblieben sei. Sie wurde blass und sagte es mir. Hast du es nicht gehört? Er ist gestorben. Eines Nachts gab es einen schrecklichen Schrei aus seinem Haus. Also wurde die Polizei gerufen. Als sie ankam, fanden sie ihn tot vor. Aber das Seltsame ist, dass er scheinbar im Schlaf verblutet ist. Und das ganze Haus war mit Blut bedeckt. Es gab keine Anzeichen eines Eindringlings. Und er war allein. Eine wirklich grauenhafte Geschichte. Ich war sprachlos, schockiert von der Nachricht. Seit diesem Tag konnte ich niemandem mehr davon erzählen. Das Schrecklichste ist, dass ich seither gelegentlich die Stimme des Wahrsagers höre, die mir im Schlaf ins Ohr flüstert. Herr Miller, ich bin in der Hölle. Und das alles dank Ihnen.